Die CGM-Arena war einmal mehr gut gefüllt, bereits zum 12. Mal anlässlich des Sporterlebnistages, den Sportbundpräsidentin Monika Sauer und Ralf Alt als Vorsitzender der Sportjugend Rheinland eröffneten. Und dann war Action angesagt, unter anderem auf der großen Aktionsfläche, die durch To Get Fit aus Burg Prohl eröffnet wurde. Jumping Fitness heißt die Trendsportart, die generationenübergreifend begeistern kann. Wir haben ja auch Erwachsene da drauf gesehen und die Kinder, denen das viel Spaß macht. Ja, es gibt immer neue Sportarten, aber wir sind auch ein bisschen daran interessiert, dass wir die traditionellen Sportarten noch mit Kindern belegen können. Denn ich sag mal, auch da braucht man vielleicht mal Spitzensportler und Kinder, die eben mehr als einmal die Woche zum Training gehen wollen. Von daher machen wir mal eine Kombination aus neuen Sportarten und traditionellen Sportarten. Handball ist eine solche traditionsreiche Sportart, die auf dem Oberwert vom TV Mosel-Weiß repräsentiert wurde. Die Idee des Tages heißt Schnuppern und Kennenlernen. Es wird gezeigt, wie es geht. Zum Beispiel auch beim Fechten. Der Königsbacher SC und die CTG Koblenz sind mit ihren Demonstrationen fester Bestandteil dieses Tages. Säbel- und Degenfechten werden gezeigt, können aber auch ausprobiert werden. Das nötige Equipment ist vorhanden und die Coaches dazu auch. Und so stellte sich Ralf Alt zum Duell mit seiner 12-jährigen Tochter Juliana. Touché. Ich habe in meinem Leben noch nie gefochten. Ich glaube, es ist doch ein Säbel und also es ist ein Wahnsinn und es ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass ich in so kurzer Zeit so intensiv auch schon eingewiesen worden bin. Ganz toll. 26 Vereine beteiligten sich. Ein neuer Rekord, weil das Konzept einfach stichhaltig ist. Der Tag ist sowieso eine tolle Idee, weil jede Sportart natürlich ja etwas Besonderes ist. Und dass ich jetzt persönlich mit dem Fechten anfangen konnte, war für mich natürlich jetzt im Moment schon ein absoluter Highlight, wobei sicherlich noch einige Highlights folgen werden. Schlag auf Schlag heißt es beim Kickboxen, das Valerie Gerasimenko mit seinem Team Sporttalente Koblenz präsentierte. Hohe Kampfkunst, die dem Körper alles abverlangt, darüber hinaus aber für Konzentration und Disziplin steht. Eins gegen eins, aber unter anderen Voraussetzungen. Der Schachverein Gülz brachte Ruhe an die Tische. Die Angebotspalette vielfältig. Rund ging es beim Rhönradturnen mit der TG Polch. Diesen Einstieg mal zu wagen, beim Sporterlebnistag einmal im Jahr Anziehungspunkt für Familien aus Koblenz und Umgebung. Alle gemeinsam an den Tisch bringt der Tischtennisverband Rheinland, der durch den TTC Olympia Koblenz vertreten wurde. Diese Kooperation zwischen Sportjugend, Stadt Koblenz und ADD, eine reine Erfolgsgeschichte. Sport macht Spaß, das wird hier vermittelt. Sport ist was für alle Altersstufen, auch das wird vermittelt. Und Sport ist was ganz, ganz Wichtiges im Alltag von uns allen. Das wird hier vermittelt und ich hoffe, dass es auch ganz viele mit nach Hause nehmen. Aufsehenerregend der Auftritt der Koblenz Gladiators, die mit Flag Football eine Einstiegsvariante ihrer Sportart präsentierten. Der Mix dieses Tages zukunftsorientiert. Wenn man mal sieht, mit welcher Begeisterung Kinder und Jugendliche Sport treiben, wenn sie denn mal da sind, da kann man schon sagen, ja, hat Zukunft. Das Tanz- und Sportzentrum Mittelrhein und der erste TGC Redoute sorgten für tänzerische Elemente, die ebenso beeindruckend wie mitreißend waren. Bei diesem Sporterlebnistag stimmt der Takt und die Bewegung dazu sowieso. Die 13. Auflage ist schon in Planung und viele der Gäste von 2019 werden wiederkommen, weil sie einfach Spaß hatten.